Gruseliger Fund am Strand von St. Lucia in Südafrika. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Stein, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als Kopf eines Krokodils. Eines riesigen Leistenkrokodils. Gefunden wurde er bei einem Strandspaziergang vom Tierschützer Neil Carey-Smith und seiner Frau Brigitte. Wie groß das Tier zu Lebzeiten gewesen sein muss, zeigt der Vergleich mit der menschlichen Hand. Das Ehepaar Carey-Smith vermutet eine Länge von bis zu 3,5 Metern. Krokodile im Meer sind in diesem Teil der Welt nicht ungewöhnlich. Wie dieses Exemplar ums Leben kam, ist allerdings nicht bekannt. Der Tierschützer vermutet aber einen weißen Hai hinter der tödlichen Attacke. Nur der hätte genug Kraft, um einem Leistenkrokodil den Kopf abzutrennen. But that's the size of the head.